Herr Präsident, sehr verehrte Abgeordnete, die noch tägliche Abwanderung vieler junger Menschen nach Jahren der Enttäuschung und die Öffnung unserer Grenzen zwingt dazu, durch tiefgreifende Reformen unsere Bürger schnell zu überzeugen, dass sie und ihre Kinder in unserem Lande jetzt einer guten, durch wirtschaftlichen Aufbau tief erfüllten Zukunft entgegensehen können. In der gegenwärtigen Lage kann man Vertrauen nicht durch Worte, sondern nur durch Taten gewinnen. Solche sind zum Beispiel in der faszinierenden Öffnung unserer Grenzen und der atemberaubenden Wandlung unserer Medienpolitik gegeben. Sie sind bereits Geschichte. Ich möchte im Folgenden weitere Reformen fordern, zum Teil in Übereinstimmung mit meinen Vorrednern, von deren baldigen Realisierung wesentliche Beiträge zur Vertrauensbildung in die Staatsführung zu erwarten sind. Ich nenne die Zulassung und Entfaltung unabhängiger Parteien und alternativer Gruppierungen auf dem Boden der Verfassung der DDR. Dann, wie das auch schon geschehen ist, insbesondere durch Herrn Jarowinski, die Einführung freier geheimer Wahlen, die dem Wähler erlauben, zwischen verschiedenen Programmen und Kandidaten zu entscheiden, mit demokratischer Kontrolle in jedem Stadium der Wahl. Und dann, noch nicht angesprochen heute, Unabhängigkeit und weitgehende Entscheidungsfreiheit für den Ministerrat. Lassen Sie mich an dieser Stelle einige sehr persönliche Bemerkungen machen. Ich bin sehr froh darüber, dass gerade Hans Modrow für das in diesem Augenblick schicksalsschwere Amt des Ministerpräsidenten vorgeschlagen wurde. Über 16 Jahre hinweg haben wir ihn in Dresden als klugen, dynamischen Wirtschaftsstrategen kennengelernt, der auch in komplizierten Situationen den Kopf oben behält und den Tatsachen ins Gesicht sieht. Ich darf diese Freude auch im Namen unserer Fraktion des Kulturbundes ausdrücken. Zu der so wichtigen Frage der Vertrauensbildung fühle ich mich verpflichtet, hier zwei weitere unbekannte Fakten ohne Kommentar bekannt zu geben. In einem Brief an Herrn Krenz vom 31.10.1985 hatte ich die meisten der weiter unten in dieser Rede genannten Reformen vorgeschlagen. In seiner Antwort vom 29.11.1985 bekundete Herr Krenz großes Interesse an dem Inhalt dieses Briefes und teilte mit, dass er sich sehr gründlich mit den dargelegten Gedanken beschäftigt hat. Bei einem Besuch des Ministers für Staatssicherheit der Sowjetunion, Krutschkow, am 18.06.1987 in meinem Hause stand dieser Briefwechsel im Mittelpunkt unseres Gespräches. Die Zeit zum Handeln war bei der damaligen Machtstruktur im Politbüro der SED noch nicht gekommen. Weitere schnell durchführbare Maßnahmen im Zuge der Reformen sind der Abbau von unverdienten Privilegien und, was sicher sehr wichtig ist, die Auswechslung schädlicher, inkompetenter Leitungskader. Ein gutes Beispiel für schnelles Handeln war die Entfernung des Herrn von Schnitzler aus unserem Fernsehen. Applaus
Ihr Beifall freut mich besonders, weil ich Ihnen auch sagen darf, dass diese Entfernung durch unseren Staatsratsvorsitzenden ausgelöst wurde. Ich glaube, ich darf das sagen. Nicht genügend bekannt ist, dass der Erlass Gewaltlosigkeit vom 9.10. auch vom Staatsratsvorsitzenden gegeben wurde. Ich sehe in dieser Entscheidung den Schlüssel zur unblutigen Revolution bei uns. Vielleicht ist diese Entscheidung auch ausgelöst worden durch die Eindrücke, die unser Staatsratsvorsitzender in China erlangt hat. Die längerfristig zu realisierenden Reformen beziehen sich hauptsächlich auf die Effizienzerhöhung unserer Volkswirtschaft. In dem erschreckenden Wirtschaftsgefälle BRD-DDR dürfte eine der Hauptursachen der Abwanderung junger Menschen zu sehen sein. Die Effizienzfragen unserer Wirtschaft, glaube ich, für diese etwas zuständig zu sein, da wir in die verheerenden Verhältnisse bei fast 60 Industriepartnern unseres Institutes intimen Einblick haben. Hier sei auch erwähnt, dass die jährliche Warenproduktion bei unseren Industriepartnern auf der Grundlage unserer Arbeitsergebnisse, also Verfahren, heute einen Wertumfang von 1,3 Milliarden Mark bereits überschritten haben. Das ist das Ergebnis einer Doktorarbeit, die ich gerade vor ein paar Tagen gelesen habe. Zur Erhöhung der Effizienz unserer Volkswirtschaft schlage ich folgende Reformen vor. Erstens, Abkehr vom hochbürokratischen Zentralismus, das heißt drastische Einschränkung der zentralen Planwirtschaft und Übergang zu einer sozialistischen Marktwirtschaft. Dabei muss die volle Verantwortung an die Peripherie, das heißt auf die Betriebe und Firmen, übertragen werden. Systemtheoretisch bedeutet das den Übergang zu selbstoptimierenden geschlossenen Regelkreisen im peripheren Bereich des Staatsgefüges. Auch in der Weltbühne vor 2 Monaten bereits angeführt. Die mangelnde Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft nach 40 Jahren Möglichkeit zur Optimierung im Frieden hat bewiesen, dass der hochbürokratische Zentralismus auch bei Nutzung moderner Computer- und Informationsspeichertechniken nicht in der Lage ist, die erforderlichen Prozesse an der Basis optimal zu steuern und zu meistern. Stets bleiben bei der innovationsfeindlichen, überzentralisierten Planwirtschaft Lücken mit katastrophalen Auswirkungen für die Volkswirtschaft. Zweitens, Aufteilung unbeweglicher zentral geleiteter Kombinate und aller bezirksgeleiteten Kombinate sowie Gründung mittlerer und kleinerer Betriebe auch auf privater Basis zur Auffüllung der durch die zentrale Planwirtschaft entstandenen Lücken. Durch geeignete Gesetzgebung ist die Gründung und das Betreiben von mittleren und kleineren Betrieben attraktiv zu gestalten. Dazu gehört auch die Berücksichtigung des existenziellen Wettbewerbs. Von diesen kleinen
oder kleine Rennen betrieben, geht bevorzugt die Innovation, die für die Weltmarktfähigkeit so entscheidend ist, aus. Ich erinnere hier an einen Vortrag, an eine Rede, die der Forschungsminister der BRD, Riesenhuber, kürzlich in der Vertretung der Bundesrepublik in der DDR gehalten hat, wo er schilderte, mit welchen besonderen Tricks er die kleineren und mittleren Betriebe bewusst anreizte zu maximaler Leistung, weil er ganz klar auch sah, von hier ist die Erfindungsgabe, hier ist Not macht ja erfinderisch, hier ist das, was uns vorwärts bringt. Ich hatte kürzlich einen Vortrag, eine Rede vor dem Vorstand der IBM, einer der größten Konzerne. Und da kam ich auch auf diese Frage zu sprechen unter dem Eindruck der Riesenhuber-Rede. Und ich war überrascht, dass mir Herr Henkel in seiner Antwort sagte, IBM habe genau das auch festgestellt. Sie haben 2000 Verträge und Verbindungen zu kleineren und mittleren Betrieben und von dort käme das Neue, was für die Welt, für den Export so entscheidend ist. Dann Zurückfindung zum Geld als Maßstab für Leistung, wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg. Schrittweiser Abbau der meisten Subventionen, wobei soziale Härten selbstverständlich auszuschließen sind. Die Konvertierbarkeit der Währung, auch im Zusammenhang mit der Westreisenfinanzierung, nicht unwichtig, muss das langfristige Ziel unserer Wirtschaftspolitik sein. In diesem Zusammenhang ist zu fragen, ob das in der Verfassung verankerte Außenhandelsmonopol des Staates noch seine Berechtigung hat. In unserem Bereich haben wir keine guten Erfahrungen damit gemacht. Viertens, Beseitigung heutiger Missverhältnisse zwischen den produktiven und unproduktiven Kräften in der gesamten Wirtschaft. Das heißt, drastischer Abbau von Verwaltung und Bürokratie. In diesem Zusammenhang sehe ich eine entscheidende Senkung der Gemeinkosten. Manchmal betragen sie so über 1000% und mit so hohen Vervielfachungen der Arbeitsstundenlöhne sind wir natürlich auf dem nicht exportfähig. Dann leistungsgerechte Gehälter im produktiven Bereich und Prämierung von Umschulungen. Fünftens, Gehaltsreduktion oder Kündigung bei Personen, die durch schlechte Arbeitsmoral auf Kosten von Arbeitskollegen oder der Gemeinschaft leben. Sechstens, echte fachliche Leistung und charakterliche Eignung als Hauptmaßstab beruflicher Karriere, Entlohnung und Anerkennung. Für die Leitungskader ist Parteizugehörigkeit nicht mehr Bedingung. Siebtens und letztens, Anpassung der marxistischen Ideologie an den menschlichen Charakter und die modernen Zeitverhältnisse. Der dadurch ausgelöste Wandel dürfte einen besonders großen Beitrag zur so notwendigen Motivation von Arbeitsmoral und Leistungswillen aller Bürger liefern. Historische Augenblicke der Dimension
wie wir sie in diesen Wochen durchleben, sind selten. In ihrer Gewaltlosigkeit und Besonnenheit vielleicht einmalig. Es ist eine Chance und vielleicht die letzte, in unserem Teil Deutschlands zu einem menschlich würdigen und attraktiven Sozialismus zu finden. Ich warne daher vor halbherzigen Schritten. Das Gebot der Stunde sind radikale Veränderungen in der Struktur von Wirtschaft und Gesellschaft.